Willkommen in der Sentinel-Bay, willkommen zum faulen Freitag, K-Freitag. Deswegen wird das heute nur eine kurze Geschichte. Es ist Ostern und dementsprechend Familienzeit. Aber ich möchte doch loswerden, dass tatsächlich noch Zeichen und Wunder geschehen. Beim letzten Mal habe ich mich noch beschwert über den Rollout von Siege in Deutschland, beziehungsweise in den Läden, wo ich unterwegs bin. Und siehe da, eine Woche später, Soundwave und Starscream. Welle 2 Voyager-Class-Figuren. Sehr cool, freue ich mich. Und die wird es entsprechend auch in nicht allzu ferner Zukunft geben. Jetzt am Sonntag bekommt ihr erstmal den Masterpiece Grimlock, den ich schon angekündigt habe. Und dann werde ich wahrscheinlich am Dienstag mir erstmal Soundwave vorknöpfen. Und dann am, was ist dann der nächste Tag? Ist dann wieder Sonntag. Da gibt es dann Starscream. So viel zum Upload-Plan für diese Woche. Wer hinter mir sieht, meine Vitrine wird langsam ein bisschen leerer. Ich fange an, meine Chucks auszusortieren. Das hängt damit zusammen, dass ich ja beim letzten Mal beschrieben habe, was ich mit Siege vorhabe, wie ich Siege sammeln will. Und jetzt einfach erstmal die Charaktere aussortiere, die in dieses Konzept nicht mehr reinpassen. Wenn also irgendjemand zufällig irgendwas sucht, dann ja, haut mich mal an. Vielleicht will ich ja genau das gerade loswerden. Alles, was so Generations, Universe und so weiter angeht. Ansonsten wird dies eine super, super coole Woche. Wir fahren nämlich am Donnerstag, das ist ja schon länger angekündigt, endlich nach Holland zu TF Robots. Das heißt, wir werden da versuchen, ein kleines Vlog aufzunehmen von der Tour. Das wird sicherlich ein schöner Roadtrip, freue ich mich schon drauf. Und da werden wir dem Zuge was machen. Wir werden am Dienstag trotzdem versuchen, Voice of Kaon wieder zu machen. Das ist ja letzte Woche aufgrund von Krankheit ausgefallen und wollen das aber jetzt am Dienstag nachholen und werden uns dann befassen mit Online-Händlern und unseren Erfahrungen mit Online-Händlern und worauf man so zu achten hat, werden sicherlich auch nochmal einen Ausflug machen zum Thema, was muss ich beachten, wenn ich also mal außerhalb der EU einkaufe mit Zoll und allem drum und dran, da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das wird sicherlich für den einen oder anderen nochmal ganz hilfreich sein. Und da freue ich mich ebenfalls schon drauf. Das gibt es, wie gesagt, Dienstagabend. Und das ist es im Prinzip auch schon gewesen. Viel mehr will ich heute gar nicht loswerden. Wie gesagt, nur ein kurzes Video, wollte mich wenigstens gemeldet haben, dass ihr nicht glaubt, ich bin komplett abgetaucht. Aber viel mehr gibt es diese Woche nicht zu berichten. Und vor allem haben wir ein wunderschönes sonniges Wochenende vor uns. Und das wollen wir natürlich entsprechend auch ein bisschen nutzen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Osterwochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.